Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich bin hier direkt da, wo ihr mich nachher finden werdet, am geilen Streetfood-Stand. Ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit hier snacken, ich bin hier hängen geblieben. Ich bin zwar noch woanders hingegangen, aber glaubt mir, richtig heftiges Essen. Traditionell, so wie ich es noch nicht gegessen habe in meinem Leben, wirklich ganz anders vom Feeling her. Mich würde freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen oben schenkt. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Video. Zieht euch rein, geiles Essen. Und jetzt starten wir ein Video da, wo ich noch von nichts weiß. Zurück im Hotel. Also, ich weiß noch nicht, was passiert. Ihr habt das Intro gehört. Ich habe noch keinen Plan. Also, der Holle, der von nichts eine Ahnung hat. Wir sind im Hotel in Hurghada, Ägypten. Und jetzt werden wir uns auf den Weg machen. Taxi habe ich schon Bescheid gesagt. Es geht mit dem Taxi los. Bisschen Sightseeing hier und da. Ich fühle mich wieder echt wie ein übelster Touri. Jetzt werden wir erstmal losballern. Jetzt habe ich noch meinen Sohn zufällig getroffen. Hallo. Boah, ich hab dir einen Ausschnitt gefilmt. Bitte pixeln, Timmy. Das war nicht gewollt, Leute. Nimm die Hände aus der Hose jetzt wieder. Timmy, wenn du nicht gepixelt hast, kriegst du ein Ding. Timmy wurde entlassen. Neuer Cutter gesucht. Also ich sag euch wirklich, wenn ich anfange Videos zu machen, ich habe so geile Laune immer. Jetzt fühle ich noch viel mehr dieses Hotel-Feeling. Sonne. Glaubt mir, Launesteigerung um gleich 25%. Epische Musik eben kurz einspielen und ich gehe so ein bisschen episch. Could you hold the camera? I have to go epic into the camera. Hold on me. Okay. I follow you? Yes. Perfect. Thank you, sir. Besser Mann. Das Video wird episch, Leute. Ich sage euch das jetzt schon. Ich weiß nicht, was passiert. Ich sage euch auch nicht, was mein Plan ist. Ich habe einen Plan. Auch wenn das manchmal nicht danach aussieht. Jetzt holen wir endlich zum Taxi. My driver, hello. Hello. To Sheraton. Sheraton Street. Sheraton Street, yes. Fish. Fish, ja, for example, Fish ist gut. Wir verstehen uns blind. Er hat da einen, der mich vielleicht rumführt. Da haben wir einen Tourguide am Start. Das wäre geil. Wir sind angekommen, Leute. Hier, der holt mich hier auch wieder ab. Ich krieg jetzt eine Karte von ihm, kommt der Taxifahrer hier hin, perfekt. German Restaurant, wäre eigentlich auch was, ne? Boah, ich weiß nicht, Mann. Egal, wir gucken jetzt gleich erstmal ein bisschen durch die Gegend. Street Food würde mich gerade mehr bocken. Primäres Ziel, erstmal Street Food. Ich hätte Bock Street Food, hier irgendwelche Stände, die da stehen. Also generell traditionell. Tauben sind kleiner als in Deutschland. Ich weiß nicht, was ist, Leute. Ich würde jetzt mal sagen, dass hier was Traditionelles ist. Sieht aus wie Falafel, eine andere Form. Ich werde mich hier jetzt einfach mal beraten lassen. I need something traditional, Ägyptisch food. Okay, you can eat falafel, full, aubergine. Okay, could you order for me something traditional? Okay, I will. Yes, one, two, three. I will do it. And for you too, I pay for you. Oh man, come on. Yes, it's okay. No, it's okay, really. Geil aus, Leute. Das Brot, ihr werdet es gleich sehen, wie wenn ihr so dünnes Falafelbrot habt. Eingelegtes Gemüse, so wie es aussieht. Manche werden sich jetzt freuen, sehr salzig. Hat aber was. Gefühlt, als hätten die diesen Ingwer eingelegt. Schmeckt zitronig frisch. Hat was ganz Besonderes, wirklich. Enjoy your food, man. Thank you. Enjoy your food. Have a nice day. You too, my friend. Bye bye. Bye. Da hätte ein Salz eingelegt sein. Geil. Ingwer, frische Säure, schöne Zitrone. Das hier, Leute, sah sehr special aus. Da haben die sowas wie Chips. Sah aus wie Chips, die sie unten reingemacht haben. Dann haben die das zusammengedrückt, bam, und oben Gemüse drauf gemacht. Das wird eine geile Streetfood-Tour.
Das hat was, Leute. Du merkst halt, dass es anders ist. Es ist nicht so, wie wenn du jetzt in Deutschland Chips kaufst. Es ist so ganz dezent. So leicht dieses Würzfeeling dadurch. Interessanter Snack für zwischendurch. Keine Hauptmahlzeit. Ich finde das einfach so faszinierend. Und was für Kombinationen es in anderen Ländern gibt. Komm da erstmal drauf. Oh, jetzt fighten da zwei Katzen, die wir spielen. Ich weiß nicht, ob sie diese Chips selber machen oder ob das in Ägypten, sag ich mal, so Chips sind, die man so kauft. Sehr dezent gewürzt, nicht so kräftig. Macht überhaupt nicht satt. Das sind so kleine Falafel, die da drin sind. Es ist wirklich sehr dezent gewürzt, aber irgendwie bockt es trotzdem. Hab bei dem hier ein bisschen Angst. Keine Soße drauf, gar nichts, wird das jetzt auch gefisst. Auch dieses Gemüse drauf, das ist geil, weil der Rest halt recht wenig gewürzt ist. Wahrscheinlich sind die auch dazu gedacht gewesen, mit reinzulegen. Falafel gefallen mir auch gut, Leute, wirklich gut. Man merkt, die sind ganz frisch gemacht, haben so richtig Gemüsefeeling. Als würdest du einen Brokkoli noch oder einen Blumenkohl reinbeißen. Trotzdem gleicher Trend, immer noch sehr basic. Man hat ja gar keine Vorstellung. Ich gehe essen in Ägypten. Was erwartet mich? Man stellt sich viel vor, es ist definitiv anders. Aber nicht so, wie ich es mir erwartet hätte. Guck, da ist jetzt sowas drin. Ich denke, gebackener Fisch. Guck mal, jetzt das Gemüse noch mit da rein. Die fighten auf meinem Rucksack, die Jungs. Kleine süßen Katzen hier. Und dafür wird das dann auch da drin sein. Nicht um das so wegzusnacken wie ich, der Trottel. Mega, Leute. Hat so eine ganz durchdringende Frische. Intensiv, aber doch nicht übertönend. Spitzenessen. Und das ist das Schöne für mich, danach zu sagen, noch nie so gegessen. Es war ganz leicht. Ich kann schön weiter snacken jetzt. Ich bin drauf und dran, nur hier das Video zu machen, Mann. Das war so geil. Was soll man da jetzt noch zu anderen Läden hingehen? Wir können noch ein paar Meter machen. Oh, guck dir das Brot an. Hätte hier noch was snacken, Mann. Das sieht gut aus. Oh, das riecht, Leute, ich komme genau richtig, Mann. Jetzt hat er Knoblauch drauf gemacht. Ah, geil. Warte. Danke schön. Ganz basic. Die Tasche einfach nur mit Fleisch. Das andere Ding ist kein Brot, also nicht nur Brot, habe ich erst gecheckt. Danach, da ist Fleisch auch dran. Ich habe mich wie ein Sonderschüler angehört. Für alle die, die mich nicht auf dem Twitch-Live-Kanal abonniert haben, habe ich in der Videobeschreibung drin, gehe ich auch Essen testen live. Allerdings ist an sich genau das Gleiche, was ich hier mache. Für die, die diesen Content lieben, mehr Content, aber geiles Essen auch wirklich. Also würde mich freuen, wenn ihr in die Videobeschreibung draufklickt, mir ein Abo da lasst auf dem Live-Kanal und da mal vorbeischaut. So, jetzt geht's weiter im Video. Hat wie aus so einer Rindersuppe den Geschmack. Wenn ihr da schön das Rindfleisch rausnimmt, Beinfleisch oder so, wisst ihr? Beinscheiben. So schmeckt das Fleisch aber schön zart, schön Fettanteil auch noch. Ihr merkt diesen Fettanteil. Schön, den mache ich demnächst. Rindersuppe, hol das Fleisch raus, tu das in so ein Sandwich. Werde ich gleich auch noch mal Gemüse zutun. Welt, ich bin absolut begeistert. Schön Sim-Charakter. Für mich ist das der Sternekoch der Straße, der Typ. Der hat seinen Namen weg von mir. Mm. So schön angeröstet, Zwiebeln da drin, knackig, trotzdem noch irgendwie. Das Brot knuspert so geil. Oh Leute, das ist, ich liebe dieses Essen. Mmh. Chili, schöne Schärfe jetzt im Nachhinein. Bei anderen Essen war das viel besser, das Gemüse. Hier wird es dann zu salzig. Mehr raus, das wäre besser gewesen. Ein Gericht geht noch, Leute, ein Gericht geht noch. Puh, ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, woanders hinzugehen, weil das hat mich vom Sockel gehauen, Mann. Einen Spot werde ich mir jetzt noch aussuchen. Ich hoffe, ich finde noch was Streetfood-mäßiges. Sonst wird es irgendwas anderes sein. Aber wir sind auch Streetfood aus. Guck mal, wo ich jetzt gelandet bin, Leute. Where are you from? Germany, sir. Germany. I like Schumacher. Schumacher? Schumacher, Schumacher is the best. Best man. You know Holle 2614? Holle. Better than Schumacher. Really? Yeah. In National Geographic? Yeah. Ja, Shawarma gibt es jetzt. Auch ägyptische Art, Leute. Oh,
so in Stimmung gerade. Leute, die Mucke? Good sound. Good sound? Yes. Nice headrest. That's it. It's good. I have hairs too. Yeah. It's good? Yeah. Wir verstehen uns. Echt basic Beleg. Nur ein paar Gurken, diese weiße Knoblauchcreme und Fleisch. Fertig aus. Das Shawarma werde ich definitiv jetzt gleich auch bewerten können. Shawarma habe ich in Deutschland auch schon sehr viel gegessen. Der sitzt sich schon mal im Arsch, auf dem ich ihn gesetzt habe. Boah, so Scheiße. Wäre das Ahmed passiert, liebe Grüße an den guten Ahmed. Du wärst tot. Erster Eindruck. Sehr weich und cremig von der Knoblauchpaste. Fleisch, erster Biss. Eher unangenehm. Wirklich eher unangenehm. Auch definitiv wieder mit Zimt gearbeitet. Diese Gewürze, Ananas, da ist irgendwas drin. Wird besser. Muss man sich darauf einlassen. Gerade das Fleisch, auch von der Dicke ganz anders geschnitten, als ich das jetzt erwartet hätte. Gurken sind mega. Generell komischerweise die Gurken in Ägypten, auch im Hotel, sehr süß und gut. Geil, mega Soße. Der Kopf täuscht einen so krass. Ohne nachzudenken habe ich so diese gelbe Currysoße, die es auch zum Döner gerne mal gibt, vor Augen. Die ist sehr chili-lastig. Aber schön fruchtig Chili, aber trotzdem so ein Mayo-Charakter. Chili-Mayo würde ich es nennen. Wird von Bissen zu Bissen besser das Essen. Und ganz knusprig auch von außen hier. Also unabhängig von der Lage jetzt, wo wir geografisch sind, Leute. Das ist für mich typisch orientalisch. Dieses Zimt. Diese Gewürze, die ich nicht deuten kann. Was für mich einfach so neu ist. Wenn ich als Kind so irgendeinen Film gesehen habe von Aladdin in der Lampe. Oder wie heißt es nochmal, Mann? So schmeckt das. Und mit dieser cremigen gelben Soße. Ich glaube, es ist eine 7-7 von mir. Sehr lecker. Erstmal bis unangenehm. Schon mal Negativpunkte. Aber nicht herausragend. Ach ja, Leute. Und beim Titel, ich weiß nicht, wie ich den Titel nennen werde. Der wird wahrscheinlich traditionelle ägyptische Futur heißen. Da passt das natürlich nicht perfekt rein. Verzeiht es mir. Ich wusste nicht, was kommt. Ich habe bestellt. Passt trotzdem geil ins Video rein. Und ein Video hat nun mal nur ein paar Stellen. Deshalb kann ich da jetzt nicht alles erwähnen. Aber der Rest hat, denke ich, gut gestimmt. Rest for you. Have a nice day. Bye, bye.